Diese Menschen haben eine Mission. Exzessives Bier trinken. Seit dem 17. September heißt es beim Münchner Oktoberfest wieder: Botschaft ist, auf eine friedliche Wiesn. Das größte Volksfest der Welt war umstritten und heiß ersehnt. Komm halt einfach aus Bayern. Für mich ist Wiesn einfach Heimat. Wie ist das Traditionsfest nach 2 Jahren Corona-Ausfall? Was ist wie immer und was vielleicht schlimmer? La, 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 la. Seit Ende Juni wird die Wiesn aufgebaut. Das ist Routine und viel Arbeit. Für den Aufbau eines großen Festzelts braucht es allein 800 Lkw-Ladungen Material. Anzahl der Fahrschau- und Belustigungsgeschäfte 180 Stück. Für viele Schausteller ist die Wiesn der erste Auftrag seit 2020. Auch für Andreas und Verena Kunz. Sie leben während des Fests auf dem Gelände. Also für uns war es natürlich ganz hart, weil der Geisterpalast kann nur ganz große Veranstaltungen bereisen. Und wir haben bis jetzt nichts gehabt. Gar nichts. Schon Andreas Opa hat auf der Wiesn ausgestellt. Seine Frau Verena hat er natürlich auf einem Volksfest kennengelernt. Seitdem spielt sich das Leben auf Festwiesen ab. Unser Kind ist auch hier vom Geschäft getauft worden auf der Wiesn. Unsichere Zeiten liegen hinter Familie Kunz. Auf dem gesamten Festplatz hat das Veranstaltungsverbot Spuren hinterlassen. Wir haben Riesenprobleme, Personal zu kriegen. Und wenn es so weitergeht, werden die großen Läden auch nicht mehr existieren, weil wir das nicht mehr auf- und abbauen können. Auch Musiker Christian stand in diesem Wiesnjahr vor einer Herausforderung. Er musste erst mal eine neue Band zusammentrommeln, nachdem sich seine alte wegen Corona auflösen musste. Die Band hat es ja wirklich über 40 Jahre gegeben, also mehrere Generationen haben wir gehabt. Und ja, auf einmal ist die Band von heute auf morgen weg und ist vorher noch voll im musikalischen Leben gestanden. Das war natürlich richtig traurig, war das. Sängerin Bella spielt zum ersten Mal auf der Wiesn in einem der 14 kleinen Wiesnzelte. Damit die Stimme 2 Wochen lang jeden Abend durchhält, bedarf es spezieller Vorbereitung. Ich habe mit einer Immunkur angefangen, einfach mit ganz vielen Vitaminen, schon eine Woche vorher, dass ich die alle nehme. Jeden Tag Tee, Salbei trinken, immer was Warmes um den Hals und dann wird sie schon durchhalten. Die Aufgabe der Band? Stimmung machen. Die Wiesn läuft seit 5 Tagen. Corona-Auflagen gibt es keine. Von Masken keine Spur. Es ist, als wie wenn nie was gewesen wäre. Also alles wie 2019? Die Stimmung ist böse geil dort und alle haben mega, mega Spaß und es ist einfach mega geil. Aber dieses Jahr ist es deutlich leerer auf der Theresienwiese. Nur 700.000 Menschen sind am ersten Wochenende gekommen. 2019 waren es knapp 1 Million. Auch die Besucher bei Jamie und Julian Zinnecker sind dieses Jahr andere. Der asiatische Raum, der fehlt extrem. Also normalerweise hat man sehr, sehr, sehr viele aus dem asiatischen Raum und die fehlen. An ihrem Stand kosten 22 Frösche 10 Euro. Trotz steigender Kosten sind ihre Preise seit Jahren gleich geblieben. Die Wasserpreise, die Strompreise, alles geht ja in die Höhe. Und wir versuchen halt trotzdem noch ein bisschen human zu bleiben mit den Preisen. Personal ist auch bei Ihnen knapp. Da müssen wir Freunde anrufen, Geschwister, Cousinen, Cousins. Und da muss man halt in der Not mal zusammenhalten. Auch Familie Kunz musste Bekannte einspannen. Ansonsten läuft der Laden. Stimmung ist genau dasselbe. Eigentlich mehr, weil alle auf das Volksfest gewartet haben, auf die große Wiesn. Jetzt ist sie da. Spitze, alles ist super, bis auf diesen scheiß Regen, wenn ich das so sagen darf. Und ich muss auch jetzt gleich wieder weiter, weil es ist voll. Das Paulaner-Zelt steht seit 1895 auf der Wiesn. Hier gibt es dieses Jahr eine Neuheit. Wirtin Arabella Schörkhuber machte ihr Zelt vor der Wiesn klimaneutral. Als es klimaneutral, dass man ist, muss man natürlich viele Daten sammeln. Also das heißt, von den Speisen, die man verkauft, von den Getränken, von den Lieferanten, die anliefern, wie viel Kilo die anliefern. Und alles, was dazugehört, wird dann gesammelt an Daten und die habe ich dann weitergegeben. Und unsere Partner, die haben das dann ausgerechnet, was der CO2-Ausstoß dann ist. Und das wird dann eben umgewandelt. Die dort produzierte Menge gleicht sie dieses Jahr durch finanzielle Unterstützung eines Klimaprojekts in Kolumbien aus.
Teilweise kann man diesen Plan auch im Zelt sehen. Eine vegane Currywurst steht erstmals auf der Speisekarte und die Brezen sind dieses Jahr bio. Ein alter Hut auf der Wiesn ist die Diskussion um den steigenden Bierpreis. Zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro kostet der Liter Bier. Durchschnittlich 15% mehr als noch 2019. Nach ein, zwei Mass scheint das aber niemanden zu stören. Der Bierpreis ist scheißegal. Ohne Witz. Ja, ist wirklich scheißegal. Ob, ja. ob die Masse 13 Euro kostet oder 12 ja. Euro, ist doch egal. Aber das Händel ist ein bisschen teuer. Ja, das Händel ist echt teuer. Ja. Ja. Es geht jeder freiwillig her und man gibt es ja dann auch gerne aus für seine 2-3 Mast, die man da trinkt. Wir sind ja alles Studenten, ja, deswegen wir sind alle Studenten, versuchen deswegen wir natürlich jetzt auch nicht zu viel auszugeben. Deswegen aber wir wollen jetzt auch nicht zu grießcremig sein. Ja. Du zahlst ja auf der Wiesn zahlst du ja jetzt nicht nur fürs Bier, sondern du zahlst ja auch für das Drumherum. Im Schnitt lässt jeder Gast 71,12 Euro pro Besuch auf dem Oktoberfest. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr Multikulti. Egal wo man herkommt, alle fühlen sich zusammen, einfach dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ihr seid Tiger, warum? Ich bin Tiger? Ich hab mich gar nicht gesehen im Spiegel oder so. Ich bin Tiger jetzt. Okay. Viele Wiesnbesucher wollen den Alltag hinter sich lassen, aber auch die Tradition kommt nicht zu kurz. Also wenn man auf Tradition steht, dann gehen wir auf die alte Wiesn. Wir sind eher traditionell unterwegs und nicht so. Also auch Party, aber nicht am Nachmittag. Zwischen dicker Bertha und Nostalgie scheint die Zeit für einen Moment zurückgedreht. Das Oktoberfest gibt es seit 1810 und ist seitdem 26 Mal ausgefallen. Der Grund? Kriege, Inflation oder Pandemien. Auch nicht neu 2022, Streit um den Dresscode. Wenn man herkommt, dann sollte man schon versuchen, sich auch irgendwie ein bisschen getreu hier anzupassen und ein bisschen Lederhosen zu tragen. Aber es ist für jedermann. Also man muss natürlich nicht, aber es ist natürlich. Es muss? Man sollte. Man sollte, ja. Und mit Haferlschuhe bitte, Jungs. Ernsthaft. Es ist kurz vor 20 Uhr in der Münchner Stube. Die Musik geht gleich los. Sitzen sollte dann keiner mehr. Jeder will einfach nur feiern und hat da Lust, irgendwie nach der langen Zeit mal wieder Gas zu geben. Alle 20 Minuten heißt es. In einem großen Zelt mit rund 6000 Sitzplätzen verdient ein Wirt mit einem Prosit gerne mal mehrere tausend Euro. Dieser Blick ist wie in jedem Wiesnjahr unbezahlbar. Beziehungsweise kostet er 10 Euro. Trotz der Auswirkungen der zahlreichen Krisen auf die Wiesn scheint von hier oben zumindest alles beim Alten.